Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute über Prozesskommunikation sprechen oder auch Interprozesskommunikation, IPC. Und ja, diese Prozesskommunikation oder Interprozesskommunikation, weil was meinen wir hier? Da meinen wir, dass Prozesse auf einem Rechnersystem, also die auf dem gleichen Rechner laufen, miteinander kommunizieren. Also im Gegensatz dazu gibt es dann auch eben die Kommunikation in einem Netzwerk. Also wenn Prozesse auf verschiedenen Rechnern auch laufen und über das Netzwerk kommunizieren, also das ist das, was sehr, sehr oft gemacht wird, gell? Und sehr stark diskutiert wird, gell? Das kann man auch lokal machen, man kann also auf einem Rechner so tun, gell? Als sei auf dem Rechner ein Netz installiert, gell? Und ja, gell? Also das ist dann eben ein lokales Netz, und wenn wir da mal schauen, da machen wir mal if config da auf diesem Rechner, gell? Und da sehen wir, aha, da lokale Schleife, gell, also Loopback, gell, da haben wir, oder 27001, gell, und das ist eine Internetadresse, gell, und wir haben hier also ein Netzwerk im Rechner, gell, ja, das ist ganz praktisch, gell, also jetzt, wo wir zu Hause bleiben müssen, gell, haben wir zu Hause ein Netzwerk, und dieses Konzept, das hat man sehr früh schon eingeführt, gell? Und da hat man gesagt, wo jeder Rechner, egal ob in einem Netzwerk ist oder nicht, kann lokal ein Netzwerk haben, gell? Also zu Hause. Gell? Man hat sich auf schwierige Zeiten vorbereitet. Mhm. Und deshalb kann man also auf einem Rechner mit Kommunikation übers Netzwerk auch Kommunikation zwischen Prozessen auf dem gleichen Rechner durchführen, weil wir auf einem Rechner ein Netzwerk installiert haben. Gell? Ja. Und ja, warum, wozu? Gell? Also ihr habt ja ein Beispiel jetzt programmiert, ihr habt das, das Fork programmiert und habt da Beispiele gemacht mit diesen Primzahl-Zwillingen, gell? Oder Primzahl-Paaren. Und da habt ihr auch Folgendes gemacht, ihr habt Kindprozesse gemacht und jeder Kindprozess hat einen bestimmten Bereich abgesucht, gell? Und zum Schluss habt ihr halt von jedem Kindprozess Ergebnisse gehabt. Und ja, wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr alle Primzahlpaare da oder Primpaare oder Primzwillinge wieder zusammengeführt, gell? Ja, das ist die Frage und das ist Interprozesskommunikation, gell? Und sobald man Parallelisierung macht, ist das sehr wichtig, gell? Wenn Prozesse miteinander nichts zu tun haben, gell? Dann ist es egal, können sie machen, was sie wollen, gell? Also ja, also wenn wir ja, irgendwo in der Wüste sind, gell? Ja, können wir tun und lassen, was wir wollen, gell? Begegnet uns niemand, gell? Brauchen wir auch keine Kommunikation zu betreiben, gell? Aber in dem Moment, in dem Prozesse miteinander arbeiten, müssen sie auch Daten und damit Informationen in den Daten austauschen. Gell? Und das ist Interprozesskommunikation. Und ja, da gibt es jetzt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Gell? Und zwar, es gibt sehr einfache Konzepte. Gell? Und zum Beispiel könnten wir mit Dateien Interprozesskommunikation betreiben. Gell? Stellt euch vor, ihr habt da diese Prim-Zwillinge da gesucht, gell? Und jeder ja, jeder Kindprozess findet da welche, und das, die müsste man dann sammeln, gell? Die müsste einer dann alle finden, gell? Oder aber sagst du, ja, das machen wir viel einfacher, gell? Also wir machen das einfach so, dass jeder Prozess eine Datei erstellt und seine Ergebnisse hier hineinschreibt. Und dann haben wir halt zum Schluss so viele Dateien, wie wir Prozesse parallel laufen lassen haben, gell? Das kann auch praktisch sein, gell? Also wenn die Prozesse da bestimmte Abschnitte durchsuchen, gell, können wir am Ende dann die Situation haben, dass diese Abschnitte hintereinander liegen, müssen wir dann mal die Dateien zusammenfügen, gell, und fertig ist, gell. Okay. Das ist manchmal praktisch, gell, es ist nicht so schnell, so über Dateien kommunizieren, gell, also ist,
Format ist langsam, gell? Ist asynchron, jeder für sich, gell? Und das muss nicht einer auf den anderen warten, gell? Kann man das einfach so unabhängig voneinander machen. Zum Schluss hat man einfach Dateien voller Daten. Ja, und es überlebt die Ausführung eines Prozesses. Und das ist manchmal praktisch. Weil wenn ihr da diese Primzwillinge da ausgerechnet habt, gell? Wäre nicht gut, wenn das der Prozess da ausrechnet und dann vergisst das. Gell? Wenn er so in eine Datei schreibt, egal wie ihr die dann verwendet, steht es mal in der Datei und da können wir sie weiterhin verarbeiten. Gell? Ja, und was gibt es noch? Es gibt die Möglichkeit der Signale. Gell? Das sind Signale, gell? Also Signale sind so vorgefertigte Botschaften. Gell? Und ja, diese SIGCHILD haben wir schon kennengelernt. Gell? Wenn man SIGCHILD sagt, also bekommt der Elternprozess die Nachricht, dass ein Kindprozess beendet wurde. Gell? Das ist eine vorgefertigte Nachricht. Gell? Und ja, oder SIGINT. Gell? SIGINT, wir haben also Signal bestimmt, dass die Tastatur sagt CTRL-C. Also will uns beenden, kommt dieser SIGINT. Und ja, so gibt es vorgefertigte Signale. Und wenn ihr da mal schaut, da sind MAN7 Signal, dort stehen sie drinnen. Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren da auf der Straße. Also gibt es auch vorgefertigte Signale. Ganz brave, wie so Blinker setzen, so. Also Blinker setzen und ja. Gell, wenn man ein altes Motorrad hat, gell, ist kein Blinker. Gell? Also ja, kann man nicht alleine fahren. Muss man einen mithaben, der hinten drauf sitzt und der macht dann einen Blinker. Gell? Mhm. Gell? Also darf man nicht machen. Gell? Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es Signale, sind nicht so nett, gell, im Straßenverkehr, gell, aber dann in der Informatik auf dem Rechner, gell, das haben die Signale alle einen Sinn und diese Signale, die kann man dann interpretieren. Gell? Oder auch nicht, oder ignorieren, gell? Ganz unterschiedlich. Gell? Manche führen zum Ende der Ausführung eines Prozesses, gell? Also da gibt es ganz böse Signale. Gell? Ja, das ist das mit dem Signal. Gell? Mhm. Also interpretiert haben wir schon mal eines, das mit SIGCHILD, gell? Das haben wir programmiert. Mhm. Ja, dann eine andere Möglichkeit, ist eigentlich implizit, gell? Also nicht so offensichtlich, gell? Wenn also ein Eltern zum Kindprozess etwas sagen will, gell? Ja, dann reicht es, wenn er das vor dem Fork in eine Variable schreibt, gell? Also eine Variable füllen, wir hatten nach dem Fork diese Variable, sowohl der Elternprozess als auch der Kindprozess, gell? Also kann man das dann auch machen, um vom Elternprozess etwas dem Kindprozess zu sagen. Zum Beispiel, wenn wir das mit der Datei da halten, gell? Und wir haben da die Kindprozesse, die gehen was ausrechnen, diese Primzwillinge, und sollen das in eine Datei schreiben. Ja, welche Datei sollen sie denn nehmen? Ist nicht so einfach, gell? Aber der Elternprozess hat die globale Kontrolle, der könnte doch die Dateinamen festlegen und dem Kindprozess das übergeben. Gell? So hat doch ja, das Kindprozess kein Problem, das dann zu machen. Gell? Ja. Das, da, ja, das ist so eine feine Sache. Gell? Und wenn man die Exec-Funktionen da schaut, da hat man also auch eine explizite Schnittstelle zum Aufruf eines neuen Programms in einem Prozess. Gell? Also das mit diesen Exec-Funktionen. Mhm. Eine andere Möglichkeit sind die Pipes. Gell? Ja, die Pipes sind ganz brave. Gell? Also da kann man was herauslesen, was hineinschreiben. Gell? Und ja, und wenn das also mehrere Prozesse, also zwei Prozesse eben machen da auf einer Pipe, gell? Und ja, da kann der eine die Pipe schreiben, der andere kann lesen, gell? Also das ist eine ja, feine Sache. Und ja, da gibt es also Named oder Unnamed Pipes, gell? Okay, also ihr werdet da die Unnamed machen, die Named, gell? Die haben dann eine andere Funktion, gell? Oder halt eine andere, ja, eine andere Weise, wie man sie benutzt, gell? So, dann Netzwerkkommunikation, gell? Also das Große, mit dem man also im Netzwerk kommunizieren kann, was man aber auch auf einem Rechner machen können, gell? Und das da, der Klassiker sind die Sockets, gell? Sockets sind so eine Schnittstelle ins Netzwerk hinein, die der Programmierer zur Verfügung gestellt bekommt und damit kann man dann kommunizieren.
Und damit kann man auch zwischen Prozessen auf dem gleichen Rechner kommunizieren. Gell? Warum? Weil wir eben im Netz zu Hause ein, ja, ein also im Rechner zu Hause ein Netz haben. Gell? Ja, feine Sache. Gell? Mhm. So, dann gibt es was. Es gibt auch des geteilten oder gemeinsamen Speichers. Shared Memory ist das Konzept. Ja, dieser gemeinsame geteilte Speicher, das ist ein nettes Konzept, wenn man auf denselben Daten arbeiten muss. Gell, das ist auch dann gefährlich, da muss man dann vielleicht eine Zugriffskontrolle machen. Gell? Und auf jeden Fall braucht man dann oder muss man die Möglichkeit haben, zu wissen, wer wo wann arbeitet. Gell? Wenn man die Bereiche, in denen man auf einem geteilten Speicher arbeitet, nicht ganz klar trennen kann. Gell? Also wenn da ja, ein Prozess die Kontrolle hat, gell, und der andere geht ihm da irgendwo ja, hineinschreiben, wäre nicht gut, gell, also da muss man aufpassen, gell. Mhm. Wer muss da aufpassen? Ja, der Programmierer, gell. Weil das Betriebssystem sagt einfach, das ist ein gemeinsamer Speicher, gell, also da macht es nur, gell, ihr seid jetzt verantwortlich, gell. Und da muss man dann in der Entwicklung schauen, wie man das löst, gell, also eine Zugriffskontrolle auf einen gemeinsamen Speicher. Also nicht Speicherschutz, wie wir ihn gesehen haben, nee. Ganz explizit eine Kontrolle, wer wo wann darauf zugreifen kann und ihn benutzen kann und etwas hineinschreiben kann. Das ist so ein gemeinsamer Speicher. Weil bestimmte Arbeiten kann man damit ganz cool lösen, gell? Weil ja, man schreibt es einfach hinein, dann ist schon im richtigen Ort. Gell? Also das da, ja, ist eine feine Sache. Gell? Mhm. Ja, und dann ja, gibt es schon noch ein paar andere Sachen, so Botschaftenkonzepte, gell, oder Sachen zur Synchronisation oder so, gell, also wenn man da nochmal so bei Wikipedia mal da so ein bisschen hinunterscrollt und das Inhaltsverzeichnis, da sind schon noch ein paar Sachen drin, gell? Mhm. Ja, also da explizit Kommunikation, gell, aber auch so diese Dinge wie eben die Synchronisation spielen eine Rolle, gell? Ja, da gibt es auch so Algorithmen, gell? Und so, ja, und das, sogar die Philosophen kamen davor, gell? Also die Philosophen, gell, müssen auch miteinander sprechen, gell? Wie unsere Prozesse, gell? Ja, das haben die Philosophen sicher von den Prozessen gelernt, gell? Ja, das war soweit die Einführung, gell? Und das ist einfach das Konzept in der Prozesskommunikation, wenn Prozesse miteinander sprechen wollen.